Hallo, heute kommen wir zu einem ganz besonderen Teil und zwar geht es heute damit los, euch ein persönliches Sprungkraftprogramm zu erstellen. Und das Erste, was wir dafür tun müssen, ist eine Leistungsdiagnostik durchführen. Das heißt, wir müssen testen, wo steht ihr eigentlich. Und das ist auch das, was ich in diesem Video und im nächsten Video erstmal mit euch machen möchte. Ich möchte euch quasi, ihr sollt quasi von mir eine Anleitung bekommen, wie ihr eure eigenen Stärken und Schwächen kennenlernt in Bezug auf Sprungkraft. Weil Sprungkraft hat viele Facetten und kommt in vielen Formen daher. Das heißt, es gibt den kurzen Dehnungsverkürzungszyklus mit ganz kurzen Bodenkontakten oder auch beim Volleyball den Stemmschritt oder ein Torwart, der aus der tiefen Position springen muss. Das sind unterschiedliche Sprungformen, die auch unterschiedlich trainiert werden müssen. Und wir müssen jetzt für euch feststellen, woran hapert das bei euch? Und dann müssen wir diese Werte bestimmen. Und dann im nächsten Video werde ich euch zum Beispiel auch zeigen, was schaffen denn verschiedene Stars, also verschiedene Top-Basketballmannschaften, Fußballmannschaften, was für Werte haben die denn in diesen Tests? Das ist das Schöne daran, weil sie sind relativ standardisiert. Wir können sie jetzt zwar nicht super perfekt ausführen, weil wir einfach nicht das Equipment dafür haben, aber für unsere Zwecke reicht es auf jeden Fall. Und um euren Fortschritt zu messen und um eure Schwächen kennenzulernen, reicht das auf jeden Fall. Das heißt, was wir heute testen wollen, sind erstmal in diesem Video diese drei Sprungformen. Im nächsten Video kommen noch zwei weitere. Und das ist der sogenannte Squat Jump. Ich blende jetzt mal ein, was das bedeutet. Beim Squat Jump geht es also darum, ohne Ausruhbewegen, das heißt ohne das Nutzen der Reaktivkraft, hochzuspringen. Dabei werden die Arme in der Hüfte verschränkt und nicht irgendwie damit rumgewedelt, sondern die müssen gerade bleiben. Und weiteres geht man in eine 90 Grad, also ungefähr, dass der Unterschenkel zum Oberschenkel ungefähr in einem Winkel von 90 Grad sind, geht man runter, wie in dem Video gezeigt, und springt dann aus dieser Position ohne eine Ausruhbewegung, das heißt ohne nochmal runter zu gehen. Das ist ganz wichtig, ansonsten wird der Test verfälscht. Das heißt, ihr springt aus dieser gebückten Haltung direkt nach oben, ohne eine Ausruhbewegung, ein kurzes Wippen nach unten zu machen. Wenn ihr das macht, ist der Versuch ungültig. Das wäre der erste Sprung. Das ist der sogenannte Squat Jump. Ich zeige ihn nochmal. Das heißt, ihr seht auch schon, dass bei diesem Squat Jump, da sind die Sprunghöhen natürlich nicht so hoch, weil man hat einmal keinen Armeinsatz und man benutzt nicht die Reaktivkraft, weil man aus einer festen, starren Position hochspringen muss. Jetzt, das ist die erste Sprungform. Die zweite, also wie man das dann misst, also wie ihr euch dann überhaupt die Höhe misst, das ist ja das Interessante. Das bringt ja nichts, wenn ihr das draußen so macht, dann wisst ihr ja gar nicht, welche Höhe ihr habt. Und da kommt es schon auf ein paar Zentimeter sehr an, weil das große Unterschiede macht, weil auch Top-Athleten da nicht so viel erreichen. So, und der zweite Sprung ist der sogenannte Counter-Movement-Jump. CMJ. Counter-Movement bedeutet mit Gegenbewegung. Ich zeige ihn mal. Und bei dem sogenannten Counter-Movement-Jump habt ihr jetzt gesehen, dort geht es darum, dass ihr in der aufrechten Position startet, wieder die Hände verschränkt auf dem Beckenkamm, dann runter geht und dann hochspringt. Dabei solltet ihr darauf achten, nicht zu weit runter zu gehen und auch nicht zu kurz, weil dann habt ihr nicht optimalen Kraft. Das heißt, ihr müsst da auch mehrere Versuche machen, damit ihr das richtig könnt. Und das ist der sogenannte Counter-Movement-Jump. Dort sind die Höhen in der Regel ein bisschen höher als bei dem Squat-Jump aus der starren Position, weil hier einfach die Reaktivkraft genutzt werden kann, die zusätzlich Leistungspotenzial freisetzt. Also das ist der sogenannte Counter-Movement-Jump, CMJ. So, die dritte Sprungform, jetzt kommen wir wirklich zu der Reaktivkraft, das ist der sogenannte Drop-Jump. Drop-Jump heißt, man springt von etwas runter, um dann wieder hochzuspringen. Ich zeige euch das mal. Wie ihr vielleicht auch gesehen habt gerade, die Kontaktzeit auf dem Boden ist relativ kurz. Das heißt, ihr springt davon runter und dann direkt wieder hoch. Und das ist der sogenannte Drop Jump. Der ist relativ hoch belastend. Und bevor ihr diese ganzen Tests durchführt, geht es auch erstmal darum, ein Aufwärmprogramm zu absolvieren. Aber darauf kommen wir dann in dem nächsten Video, wo ich euch zeige, wie genau ihr das jetzt auch durchführen solltet und auch messen könnt.